Hi, hier ist Affinity Jack und heute zeige ich euch, wie man an diesem Bootshaus an einem Bergsee etwas Licht hineinmalt. Also ich bin hier in den Deutschen Alpen im Berchtesgadener Land. Das ist der Obersee mit der Fischdunkelalm. Was hier so verträumt und romantisch verlassen aussieht, ist in Wirklichkeit ein Hotspot. Weil es war gar nicht so leicht, hier überhaupt ein Plätzchen zu finden, weil sich hier die Leute überall am Ufer hinstellen. Ich stehe also am Ufer und viele dann hier leider auch auf dem Steg, sodass man einen Moment Geduld haben muss, um überhaupt diese Aufnahme machen zu können. Also so viel zur Illusion der Einsamkeit. Fangen wir mal an. Also ich zeige ja immer den kompletten Workflow, wenn das Bild aus der Kamera kommt, was ich dann mache. Also hier, ich stand ziemlich dicht an einem Baum. Das ging nicht anders. Wie gesagt, jeder musste da sein freies Plätzchen finden. Und man sieht hier diesen Baum. Den würde ich jetzt mal wegschneiden. Und das Bild ist nicht ganz gerade ausgerichtet. Das würde ich gleich auch mal korrigieren. Also mit dem Zuschneidewerkzeug. Ich nehme allerdings das Originalverhältnis und gehe einfach so ein kleines Stück rein. Da geht mir gar nicht viel verloren, um diesen Baum hier rauszukriegen. Und wie ich schon gesehen habe, das ist nicht ganz gerade das Haus. Also insofern gehe ich jetzt mal nach außen mit dem Mauszeiger. Man sieht, dass sich dann dieses Symbol verändert und dann kann man direkt drehen und bekommt dazu auch so eine Hilfslinie. Dann lasse ich los und dann habe ich eigentlich ein gutes Ergebnis. Drücke Enter und habe die Basis für das eigentliche Projekt. Also zunächst fällt auf, dass das Bild ziemlich flach wirkt. Die Situation war nicht so leicht, weil es war zwar bedeckt, aber gleichzeitig drückte die Sonne extrem durch. Und das sieht man hier an dem Himmel, dass man gar nicht einen richtig blauen Himmel sieht, obwohl so ein bisschen allerdings die Sonne schien. Und man sieht es auch hier, dass ja eigentlich die Sonne so ein bisschen durchdrückte. Also habe ich das Ganze ein bisschen unterbelichtet, damit hier die Wolkenzeichnung noch vorhanden bleibt. Und das Ganze sieht man eben wunderbar auch an dem Histogramm. Wer das Histogramm hier nicht sieht, da kann man auf Fenster gehen und sich dann das Histogramm anzeigen lassen. Also ich möchte, dass ich jetzt die Dynamik voll ausreize. Hier fehlt ja noch ein bisschen was. Also fange ich mit einer Tonwertkorrektur an. Man sieht es auch hier. Hier fehlt einiges. Also ziehe ich diesen Weißwert hier ran. So, das kann ich nach Gefühl machen. Man sieht schon, dass sich doch wirklich einiges verändert. Und ich kann auch die technische Option nehmen. Dazu die Options- oder Alt-Taste gedrückt halten und dann so lange ziehen, bis die ersten Stellen ausbrennen. Das sieht man dann hier. Das wäre jetzt so die technische Variante. Also ich zeige hier gleich mal das Vorher und Nachher. Wir haben also jetzt schon mehr Dynamik und damit auch insbesondere hier und da mehr Licht. Man könnte das Ganze auch Dodge and Burn nennen. Das ist jetzt nicht das klassische Dodge and Burn, aber ich bezeichne das für mich immer so ein bisschen, wenn ich mit Licht male. Also fange ich erstmal an, weil ich was aufhellen will. Also ich möchte bestimmte Bereiche, wie zum Beispiel das Haus, aufhellen. Fange ich mit einer Belichtungsebene an. Gehe also auf die Belichtung und hebe sie an. Ich gucke jetzt mal also auf diese Bereiche, wo ich meine, wie ich es dann haben will. So, jetzt sehe ich, der Himmel, der brennt natürlich komplett aus. Das ist also zu hell, das ist viel zu viel. Aber ich würde jetzt tatsächlich mal hier um 1,1 Blendenstufen hochgehen. Würde jetzt die Maske invertieren mit Command und I. Nehme mir einen Pinsel, die Farbe Weiß. Das bekommt man bei Affinity Photo ja gleich eine Vorschau, wenn man hier so rüber geht. Und das ist praktisch auch gleich schon der Bereich, den ich hier aufhellen würde wollen. Ich möchte das Haus hier sehr viel mehr prominenter ins Bild setzen. Also werde ich das Haus hier aufhellen, durchaus auch die Seite. Ich zoome jetzt mal ein Stück ran. Also hier unten, dieses Holz ist recht dunkel und wird hier in Bereichen nahezu schwarz. Das würde ich jetzt in dem Bereich jetzt auch mal ein bisschen aufhellen. Das gleiche hier mit diesem Schatten, einfach damit es ein bisschen harmonischer ist. Auch den Steg ein bisschen, allerdings nicht bis ganz zum Ende. Dann gucke ich mir das mal an, was ich bisher gemacht habe. Weil man kann natürlich manche Sachen auch übertreiben, aber hier, das finde ich eigentlich ganz gut. Dann war hier diese Bergseite im Schatten. Also das finde ich ganz grundsätzlich auch für dieses Bild ganz gut, weil man das hellere Haus vor dem dunkleren Hintergrund hat und sich das besser abhebt, aber ein bisschen zu dunkel ist es mir dann hier doch geworden. Insofern würde ich hier ein bisschen aufhellen wollen am Bergkamm, aber eben auch nicht zu viel, dass es ein bisschen harmonischer ist. Auch hier ein bisschen aufhellen, diese kleine Insel hier so ein bisschen aufhellen. Diesen Felsen hier, allerdings, wie ich sehe, wie gesagt, man hat ja eine Vorschau, wenn man so rüber geht. Wenn ich jetzt hier pinseln würde, wäre es mir zu stark. Ich gehe jetzt mal mit der Deckkraft runter. Also ich gehe jetzt mal zum Beispiel auf 30%. Nein, das ist ein bisschen zu wenig. Gehe ich auf 50%. Ja, so mache ich es. 50%, ein Pinselstrich. So, dann finde ich es ganz gut.
So, das gleiche. Hier kann ich, glaube ich, wieder auf 100% gehen. Na, ich mache doch mal lieber 50. Ich würde hier am Bergkamm einige Akzente setzen. Also das ist ja eigentlich hier heller, dieses Geröll. Das würde ich also auch heller malen. Diesen Felsen, da würde ich ein klein bisschen was heller malen. Einfach damit das Ganze ein bisschen mehr Struktur bekommt. Hier ist so im Verhältnis alles so grau in grau und ich gebe dem Ganzen jetzt ein bisschen mehr Struktur. Dann würde ich noch mal so ein bisschen vielleicht an der Wasserkante entlang, damit man diese Spiegelung eben auch besser sieht. Jetzt könnte man sich hier weiter drin verlieren, was man noch alles so machen möchte, aber ich glaube, ich höre mal auf. Also, das war jetzt meine Hauptaktion, diese Lichtmalerei, dieses Dodge and Burn und finde, dass sich doch hier schon einiges verbessert hat. Was gut kommt, ist, wenn man hier noch ein bisschen Kontrast reinbringt. Das würde ich in dem Fall mit Gradationskurven machen. Ich finde, dass die Mitten insgesamt ein klein bisschen noch heller werden könnten und auch das Licht insgesamt könnte ein bisschen heller werden. Das sind hier diese hellen Werte und die etwas dunkleren Werte, die kann ich moderat abdunkeln. So, das finde ich eigentlich ganz gut. Ich kann auch hier mal vorher nachher zeigen. Allerdings habe ich jetzt damit erreicht, jetzt achten wir mal auf den Himmel. Der hat ja ziemlich wenig Kontrast, weil alles ziemlich hell ist, kurz vorm Ausbrennen. Und wenn ich da die hellen Töne, die es im Wesentlichen auch sind, anhebe, verschlimmbessere ich den Himmel. Also, insofern würde ich es aus dem Himmel wieder herausmaskieren. Also, ich habe immer noch den Pinsel aktiviert, nehme jetzt die Farbe Schwarz, nehme 100% und maskiere diese Veränderung der Gradationskurven hier oben wieder raus. Das ist auch das Schöne an Affinity Photo. Man muss nicht extra eine Maske auf diese Anpassungsebene legen. Man sieht, dass jetzt hier eine Maske entstanden ist. Und zwar hier habe ich jetzt rüber gemalt, finde ich eine wunderbare Funktion. Und wenn ich schon mal dabei bin, den Himmel zu verändern, dann würde ich jetzt sagen, ist es an der Zeit, sich auch dem Himmel genauer zuzuwenden. Also er ist ja relativ farblos, relativ weiß. Ich möchte ihn ein klein bisschen, ganz moderat, mehr ins Blaue bekommen. Ja, es ist ein Fake. Und ich möchte auch nicht einen völlig blauen Himmel hier suggerieren, aber dass so ein bisschen Farbe reinkommt, würde ich jetzt ganz hübsch finden. Und das mache ich mit zwei Instrumenten. Der erste und eigentlich auch damit der leichteste ist der Weißabgleich. Ich achte jetzt nur auf den Himmel und ziehe den Weißabgleich ins Kalte, also hier ins Blaue. So, da würde ich mal bis hierhin etwa rangehen. Jetzt wird ja insgesamt das ganze Bild blau. Das will ich natürlich nicht. Also invertiere ich hier auch und male das Blau jetzt rein, indem ich wieder den Pinsel nehme, wechsle wieder auf Farbe Weiß. Im Übrigen, hier hat man immer diese Komplementärfarben und ich wechsle mit dem X von Schwarz auf Weiß. Und male jetzt dieses Blau mit einem ganz weichen Pinsel an diese Stellen so rein, wo sich eigentlich der Himmel befindet. Da muss man jetzt nicht ganz so genau sein, weil es ja sowieso so ein bisschen wie Schleierwolken sind. Und damit die Wolken jetzt nicht ganz so schwarz-weiß aussehen, reduziere ich die Deckkraft. Das mache ich eigentlich, indem ich eher nur, also man sieht es hier, aber indem ich die Tastatur bediene mit den Ziffern. Gehe jetzt mal auf 30%, weichen Pinsel und male nur ein bisschen punktuell blau hinein. Und dann fügen die sich eigentlich harmonischer in so diese Gesamtfarbgebung ein. Und wenn das Ergebnis nicht zufriedenstellend ist, dann hat man noch ein zweites Instrument, was man hier nehmen kann. Zum Beispiel HSL. Da würde ich dann also blau anwählen. Man kann aber auch direkt mit der Pipette hier raufgehen, welche Farbe man genau auswählt. Der sucht jetzt diesen Farbbereich aus. Und da erhöhe ich jetzt einfach die Sättigung. Ja, man sieht schon, man kann es natürlich wieder mit allem extrem machen, aber so ein bisschen würde ich es dann schon erhöhen. Und hier gleiches Spiel. Ich invertiere das Ganze und male mit dem Pinsel das Ganze wieder rein. Ich fasse diese beiden Ebenen mal zusammen mit Command und G. Das ist eine Gruppe. Und nenne die dann eben auch Himmel. So, optional würde ich noch eins anbieten. Also, ich habe hier mit einem Stativ fotografiert und habe eine etwas längere Belichtungszeit genommen. Also, ich hatte Filter aufgeschraubt, ich hatte einen ND-Filter aufgeschraubt und einen Polarisationsfilter, damit ich einerseits versuche, aus den Wolken noch ein bisschen was rauszuholen. Und zum anderen, weil man sich dann entscheiden kann, nimmt man die Spiegelung raus und sieht dann mehr den Grund oder möchte man mehr Spiegelung? Und ich habe mich dafür entschieden, ein bisschen mehr von dem Grund zu sehen.
gehen, weil ich den recht interessant finde. Warum sage ich das? Weil es gibt einen Filter, den ich immer ganz gerne benutze. Wenn ihr das öfter seht bei mir, dann wisst ihr das schon. Ich benutze also sehr gerne den Filter Klarheit. Und dieser Filter arbeitet eigentlich wunderbar genau mit diesem Effekt, den ich jetzt gerade erklärt habe, zusammen. Der erhöht ja so die mittleren Kontrastwerte letztlich. Und wenn ich das jetzt hier erhöhe, also wichtig ist, dass man das Bild aktiviert hat, dass sich der Filter tatsächlich auf das Bild auswirkt und nicht auf irgendwelche Anpassungsebenen. Wenn man jetzt also hier diesen Wert verändert, ich gehe mal nochmal zurück, achten wir mal erstmal auf diesen Bereich. Der wird sich jetzt nämlich gleich doll verändern. Plötzlich kommen da diese Steine, dieser Grund wieder zum Vorschein. Da kommt er also extrem zur Geltung. Bei den Wolken kommt er auch gut zur Geltung. Und bei dem Holz, da muss ich wahrscheinlich ranzoomen, weil die YouTube-Komprimierung sonst das zu sehr weich zeichnet. Ich hoffe, dass man es jetzt sieht. Ich übertreibe es mal. Also auch da kommt er gut zur Geltung. Insofern ist jetzt eine Geschmacksfrage, wie hoch man rangeht. Aber ich würde tatsächlich ihn recht hoch ansetzen, weil mir das einfach gefällt. Vielleicht auch hier mal ein Vorher-Nachher. Ohne Klarheit und mit Klarheit. Wir können uns jetzt mal alle Arbeitsschritte ansehen, was die bewirkt haben. Und da fange ich mal an mit unserer Tonwertkorrektur. Damit holen wir also wieder die Dynamik heraus. Dann haben wir in Anführungszeichen Dodge and Burn betrieben, indem wir punktuell Licht hineingemalt haben. Wir haben den Kontrast erhöht. Wir haben den Himmel verbessert, indem wir per Weißabgleich etwas Farbe ins Spiel gebracht haben. Haben das etwas verfeinert mit HSL. Und zum Schluss haben wir uns um Kontraste und Reflexion gekümmert mit dem Filter Klarheit. Ich hoffe, das Video war hilfreich und dass ihr Situationen habt, wo ihr vielleicht das ein oder andere davon anwenden könnt. Ciao, bis zum nächsten Mal, euer Affinity Jack.